Kenny und Derby, das passt gut zusammen. Kenny, herzlichen Glückwunsch zu diesem wichtigen 2:0 heute, mit dem du den Deckel drauf gemacht hast. Wie schwer erkämpft war denn der Derby-Sieg heute? Sehr, sehr schwer. Karlsruhe ist super ins Spiel angekommen, hatten super Gelegenheiten, wo wir auch hätten in Rückstand geraten können. Nichtsdestotrotz, die Mannschaft hat kämpferisch gezeigt, was hier wichtig ist auf dem Betze. Und ja, die Fans haben uns nach vorne gepeitscht. Wir hatten natürlich weniger Ballbesitz. Nichtsdestotrotz sage ich einfach, dass das in dem Spiel jetzt nicht wichtig war, wenn man gesehen hat, dass dann am Ende auch nicht viel bei rumgekommen ist. Und ich bin umso glücklicher, dass wir dann durch unsere paar Chancen, die wir hatten, dann auch das 1:0 und das 2:0 machen. Hast du schon gesagt, die Stimmung, die war hier heute Abend definitiv derbywürdig. Man hatte das Gefühl, die Fans schreien auch so. Jede Aktion, jeden Ball haben sie versucht reinzuschreien. Wie wichtig war das auch für euch, gerade weil es streckenweise vielleicht ein schwieriges Spiel war? Ja, wir haben alle müde Beine. Da ist umso wichtiger, dass von draußen nochmal ein Impuls kommt. Und wenn es nicht unsere Fans machen, wer sonst? Hast du, wie du schon sagst, in jeder einzelnen Aktion hast du gesehen, wie die uns nach vorne peitschen, wie die mitgefiebert haben, wie die mitgelitten haben. Und ja, das macht, glaube ich, hier den Betzenberg aus. Und in dieser englischen Woche könnte es besser nicht laufen. 2 Spiele, 6 Punkte. Jetzt kommt am Freitag noch der Abschluss in Düsseldorf, bevor es dann in die Pause geht. Glaubst du dran, dass ihr die Woche vielleicht noch vergolden könnt? Wir wissen, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel, genau wie heute. Die Mannschaft hat sehr viel Qualität, aber ich bin gut gepolt, dass wir da auch Punkte mitnehmen können. Und ja, heißt jetzt einfach gut regenerieren, das Spiel mitnehmen und dann ab in die Winterpause. Dann viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Robin, herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg. Dein erster hier auf dem Betze. Wie waren denn heute die 90 Minuten? Anstrengend. Ich glaube, wir mussten richtig hart arbeiten, richtig hart verteidigen. Hat die ganze Mannschaft super gemacht. Und das fühlt sich natürlich überragend an hier, als im Hinrundenabschluss den Fans den Derby-Sieg so ein bisschen geschenkt zu haben, uns den Derby-Sieg geschenkt zu haben. Freuen, heute freuen und dann morgen vorbereiten auf das letzte Spiel in Düsseldorf. Wie du es gesagt hast, es war heute schon so eine kleine Abwehrschlacht. Du und deine Kollegen, ihr wart extrem gefordert. Und das in der englischen Woche. Wie sehr hat es denn wehgetan? Es ging, das ist unser Job. Ne? Also, dass wir da hinten die Bälle rausschießen, das ist unser Job. Das haben wir anständig gemacht. Das geht aber nicht nur bei uns los. Auch vorne, wie die Jungs angelaufen sind. Super, wie die zweiten Bälle verteidigt haben. Andi hinten, alle gehalten. Also es war halt defensiv eine richtig, richtig starke Leistung, glaube ich, von der Mannschaft. Offensiv natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Aber da haben wir jetzt noch 3 Tage Zeit, um das zu verbessern. Es geht schnell weiter, das stimmt, du hast das gesagt. Andererseits, besser könnte die englische Woche nicht laufen. 2 Spiele, 6 Punkte. Was stimmt dich denn optimistisch, dass ihr die vielleicht am Freitag sogar vergolden könnt? Ja, 2 Spiele, 6 Punkte sind sehr gut. Und genau das stimmt mich ja auch optimistisch. Also wir haben jetzt innerhalb von 3 Tagen, wie gesagt, die 6 Punkte geholt. Haben konzentriert verteidigt, meistens, außer in Bielefeld vielleicht 30 Minuten, so ehrlich müssen wir auch sein. Und jetzt gucken wir, dass wir in Düsseldorf eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive hinbekommen. Dann viel Erfolg und Dankeschön. Vielen Dank.